Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Remixe. In der letzten Folge haben wir den Fluss der Nostalgie abgeschlossen in Schloss Disney. Wir haben eine verlorene Seite. Wollte nur mal sagen. Und ja, wir haben jetzt wieder die Wahl zwischen zwei Welten. Einmal da oben, Atlantica, und hier unten, Port Royal. Und wir gehen als erstes mal hier hin. Zu Atlantica, auch wenn da im Forest Level 0 ist. Was hat das zu bedeuten? Atlantica, gut. Rainer. Einfach weiter. Okay. Weiß nicht, ob jetzt immer noch. Bin immer noch die ganze Zeit am Umändern mit den Einstellungen beim Aufnehmen und so. Ich hoffe, für jeden ist das gut. Wenn ich hätte bestimmt jemand was gesagt. Obwohl eigentlich sagt niemand was in Videos. Weil es keine Kommentare unter den Videos gibt. So wie bei jedem anderen meiner Videos. Oder über meinen 1800 Videos. Die macht er schon seit 3 Jahren, hallo? Ich weiß nicht, ob ich darüber reden sollte, weil das vielleicht kopiergeschützt sein könnte. Bla 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 bla. Da machen wir irgendwie Sorgen bei dieser Welt. Hier könnte irgendwie alles kopiergeschützt sein. Deswegen labere ich darüber. Damit ich nicht gestrikt werde von irgendeinem Scheiß. Weil ich glaube, das ist ein Originallied, ne? Sehr professionell gelöst. Oh Mann. Und mit Strikes blieb ich noch verschont in den 3 Jahren. Also glaube ich nicht. Es hat ja angeblich nichts mit Dingen zu tun, mit der Anzahl der Abonnenten oder Aufrufe oder so. Wenn ich in 1 Million Jahre meine 1 Million Abonnenten bekomme, dann will ich mal sehen, ob das wahr ist. Ich glaube das irgendwie nicht. Aber naja. Atlantica. Atlantica. Ja, die nervigste Welt im ersten Teil. Hier geht's irgendwie. Weiter sehen. In der Reihenfolge. Und keine anderen. Oh, hi there. Forget how to swim already? Kinda, I guess. Then you boys got to practice. You follow Flounder. He'll show you what to do. Come on, Sora. You can do it. Okay, warum nicht? Ich könnte sogar alles in einem Part schaffen. Ja, okay, ich weiß. Anvisieren, dann geht man direkt auf jemanden los. Wir haben recht analog, sie kann man hoch und runter, was sehr viel besser ist. Ja, das ist es. Du lernst schnell, Sora. Anvisieren vorher, total, während in den Gespräch. Okay. Ach ja. Viel besser. Übrigens, was bringt euch drei denn hier zu uns? Ist wieder irgendwas passiert? Könnte man so sagen. Aber alles scheint ruhig und friedlich. Oh, alles ist okay. Zumindest so lange, wie Vater gute Laune hat. Hört mal, wir veranstalten recht bald ein Konzert. Warum singt er nicht in einem Musical mit? Bitte sag klar, Ariel verhält sich so seltsam in letzter Zeit. Aber vielleicht fängt sie sich und übt fleißig, wenn ihr auch mitmacht. Hört sich toll an. Wir können es auch mal probieren. Exzellent. Nun dann, ich bringe euch alles bei, was ihr wissen müsst. Okay, was müssen wir also tun? Es ist ganz einfach. Drücke einfach zu einer richtigen Zeit den richtigen Knopf. Du gehst im Takt mit dem Lied und der Leiste. Du gehst, wenn die Leiste beinahe ganz gefüllt ist, um eine exzellente Bewertung zu bekommen. Nicht so zu früh oder überhaupt nicht, bekommst du dafür eine schlechte Bewertung. Ja.
Tue ich eigentlich mal mit fliegenden Faden hier abschließen. Aber jetzt bin ich am Aufnehmen, da kommt wieder der Vorführeffekt, ne? Ihr müsst einfach nur den Rhythmus fühlen. Hört auf den Beat und bewegt euch dazu. Bereit? Los geht's. Ja, wollten Exzent haben. Genauso. Genauso. Okay, Donald, jetzt bist du mal dran. Mach einfach genau das wie Sora. Mal sehen, wer von euch besser drauf hat. Das sieht nicht so aus wie das, was Sora gemacht hat, aber okay. Excellent. Donald kann besser tanzen als Sora. Genauso. Genauso. Goofy, und jetzt du. Glaubst du, du kriegst das noch besser hin? Geile Moves, Goofy. Goofy kann auch besser tanzen als Sora. Genauso. 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 Diesmal tanzt du mit Ariel. Denk dran, schön im Rhythmus bleiben. Jetzt nicht blamieren, Sora. Ha, excellent. Genauso. 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 Und jetzt geht's richtig rund mit dem munteren Luftblasen. Die Dinger sind die gleichen. Immer schön im Rhythmus bleiben. Oh, die können auch tanzen. Ha. Genauso. Genauso. Jetzt habt ihr es richtig drauf. Geschafft. Geil. Nur einen Knopf drücken. Das ist alles, was ihr müssen müsst. Donnerwetter, ich weiß nicht so recht. Wenn ihr Lust hat, in meinen Meisterwerk mitzumachen, kommt einfach zu mir. Atlantica-Karte, ja, die ist sehr nutzlos, weil es hier nicht viel gibt. Da ist zum Beispiel ein Puzzleteil, meine Güte. Noch irgendwo eins. Habt ihr schon irgendwas machen? Okay, machen wir erstmal das Musical. Wenn doch mit dieser Welt hier in einem Part fertig. Denk dran, ihr müsst den Rhythmus richtig spüren. Ich probiere es mal. Alles klar. Kapitel 1. Schwimmen durchs Meer. Weil das Lied hört sich so schräg an in der deutschen Synchro. Auf geht's. Ja, dann wollen wir mal. Unsere Not für eine exzellente Bewertung. Ja, je mehr exzellent ich mache, desto bessere Punkte bekomme ich. Selbsterklärend. Seht ihr, was ich meine? Ja, das war ja durcheinander, wenn die auf einmal singen. Vielleicht will ich mehr nur einen. Genau, das meine ich. Nein. Das war nur ein Gut. Nein, schon wieder nur ein Gut. Excellent. Zap. Excellent. Ja, ich hab schon 5. Goofy. Wir sind noch 2 gute. Wo hab ich's? Just a touch, cause it won't take too much to pop. On to the next one! Scream the scream, we'll dance and we'll play. Now it's very easy, come on in, just take a chance and shake a feel. Drum solo, here's the sign, give him the cue! I'm passing the line with... Drum. Now the cues are up to you! Swing, swing, we'll dance and we'll play. Now it's very easy,
come on and just take a chance and take a bean. Here's your big moment, make them cheer. Don't dilly-dally, it's your big finale. Like a splash, that was fantastic. Oh Gott, Donald singt auch mit. Just join in the song, a musical for everyone to have a lot of finny fun. Babam. Awesome. Kein Problem. Ich meine, es ist einfach. Sora, you were amazing. Ich bin amazing. Nein, bitte nicht. Ob der epische Herrscher ist. Your Majesty, we have visitors. King Triton. I certainly hope there hasn't been a need to use that keyblade of yours. Nope, everything's fine. Not a heartless in sight. Your Majesty, our guests, they want to sing in the musical. Well, eigentlich hat uns doch gefragt. Like a splendid idea. We may need your help after all. You see, I'm afraid Ariel's still infatuated with the human world. A busy rehearsal schedule might be just the thing she needs to stop thinking about life up on the surface. Wer benutzt das Schlüsselschwert hier, aber mach ruhig Musik hier, da habe ich nichts gegen. That's the voice I heard. I'm sure of it. Hello? Where are you hiding? I know you're the girl who saved me. Please, come out so I can thank you. Okay. Ariel? That girl's acting strange again. Probably been flitting around on the surface. Oh, the Sea King's gonna have my claws for this. Come on, we gotta keep rehearsing. I'm sorry, but I don't feel like it. No, Ariel! I've got an idea, Sebastian. You do? Ist für was zu gebrauchen? I'll cheer Ariel up. Come on, follow me! Okay. Hier drüben! Seht! Oh nein, das ist der Menschenweltstamm. Ich habe es nach dem Sturm gefunden. Ich wette, er stammt von einem Schiffswrack. Glaubt ihr dann nicht auch, dass Ariel das auffallen wird? Gefallen wird? Aber der König Triton das herausfindet. Einmal besser als ständig an die Oberfläche zu denken. Kommt, hilft mir, sie zu tragen. Genau, deswegen bringen wir, um sie von der Oberfläche abzulenken, bringen wir ein Ding von der Oberfläche. Um sie von der Oberfläche abzulenken. Bitte was? Keine Chance. Kein Bock mehr, wir gehen nach Hause. Ja, also wir werden ein bisschen ablaufen. Ich brauche wieder irgendwas. Du nimmst hier Magnetmagie, um die Statue zu bewegen. Wie, Spoiler? Hallo? Was sind das? So, dann müssen wir hier in Port Royal. Port Royal. Haben wir in einer Folge geschafft in 15 Minuten. Ist auch kein Problem. So, landen in Port Royal. Fluch der Karibik habe ich glaube ich nie gesehen. Ich glaube, ich habe mal einen Film davon gesehen, aber weiß es nicht mehr. Ich glaube der erste. Wir haben Wegrennwagen aus dem Gefängnis. War doch der erste, oder? Leider nie geguckt die Filme. So, ich mal wieder eine halbwegs normale Welt. Naja. Wow, this place is kinda different. Ich.
Port Royal. Port Royal. Oh nein, ich höre. Organization 13? Only one way to find out. Damit die von da aus hören können. Ja, ist doch. Gut. Dicke Truhe. Das wäre lustig, wenn da jetzt die Karte wäre, um die es tatsächlich sogar bin. Weil am Anfang einer Welt. Also, wo es auch am besten wäre. Oh, was Neues. So, und das auch noch eine. Oh. Guck mal, was ich geändert habe. Oh Gott. Was ist denn ja alles neu? Ah, der Refleck, ja, der ist nur Dekoration bei mir. Aber wir haben die Waisenform freigeschaltet, genau. Und die hat auch sehr viele Sachen, die werde ich beim ersten Moment zeigen. Blöd ist. Ja. Ich glaube, das blöd ist, aber die ich kann die ja nicht aufleveln. Oh nein, Spoiler. So, Monochrom, NFL eingesetzten Items. Ja, Dingens. Komm mal hier, meine Güte. Die Waisenformen, die levelt auf. Für den Levelaufstieg benötigt ihr Erfahrungspunkte. Die Levelobergrenze hängt von der Anzahl. So. Für jeden besiegten Herz ist in der Waisenform jetzt so ein Erfahrungspunkt. Ja. Und das ist hier so eine Sache. Oh, die können nicht mehr aufgelevelt werden, okay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Heldenform weiterleveln. Erstmal. Jimmys Tagebuch, das werden wir, glaube ich, in dem Spieldurchlauf hier voll ignorieren. Okay, das kam von dort drüben. Das führt doch meist, glaube ich, dahin, hä? Mann. Auf und davon. Gehen wir den Schreien, die um Hilfe rufen, nach. Und so. Aztec Treasury? Aye, and thanks to the curse put on it, we are neither among the living nor the dead. Really? Cause you look like regular pirates to me. Ah, but in the moonlight. Whoa, now I get what you were saying. Well, if you see two doofuses and a brat holding a keyblade, steer clear. They got a kind of magic that don't belong in this world, see? And nobody knows what it'll do to you, especially when the moon's showing what you really are. A match for Barbossa, you say? Hey! See there? I knew it. Those are the punks I was telling you about. Who are you calling punks? It's Sora, Donald, and Goofy to you. In der Reihenfolge. Don't you forget it. That we won't. And we'll engrave it on your tombstone, to be sure. Den Golden King mal zwei noch beibehalten, ne? Man, half of you stay here and indulge these cullies. The rest, bring me that medallion. We only get to stomp on a few of you? Er freut sich einfach nur. Oh, die Musik schon eines der Highlights in dieser Welt. Kämpft gegen die Piraten. Oh nein. Was Level bin ich eigentlich? Ja, ich muss jetzt hier erstmal drauf kloppen. It's no use. We can't beat them. I, what do you expect? You best be saying your prayers. Hey, watch out, they can see you. Stay away from their magic. What for? Weren't you listening to me before? Hey Pete, thanks for the tip. Ja, wer ist jetzt hier voll Trottel? Komm her. Okay, wir sollen Magie einsetzen, kein Problem. Erstmal die Heldenform. Ja.
Worf. Worf. Ah, Gott. Doch, klar. Sehr gut. Oh Gott, voll brutal. Und die Feinde zu Einzelteilen verprügelt. Die Sache ist noch nicht vorbei. Tschüss. Wenn Kari ist, dann heißt das, dass es Arbeit für uns gibt. Genau. In der Piratenkompetenz sah auch recht gefährlich aus. Oh Mann, ich kann hoffen, der wird nicht zu einem Herzlosen. Er ist an Bord dieses Piratenschiffs gegangen. Nun, vielleicht können wir ja einen kleinen Segelturn mit einem Piratenschiff machen. Ich mache nur Spaß. Die Piraten waren unterwegs in Richtung Stadt, oder? Ja, sie erwähnten was von einem Medaillon. Goofy hat natürlich aufgepasst. Wir werden aufgeschmissen, wenn Goofy nicht da wäre. Das Witzige daran ist, dass es sogar wahr ist. So, ich muss noch irgendwas klein, muss noch irgendwas zu klein ausverarbeiten, wenn ich in der Form bin. Wird aber, glaube ich, nicht mehr klappen. Obwohl. Oh nein, oh leere Blumen. Oh nein, jetzt kommen Herzlose. Verdammt. We'll deal with them. Go, take cover. Verdammt, jetzt habe ich die Heldenform. Aber egal, hab's aber irgendeinen Schlag, ne? Also ich habe die zu klein als in der Form. Aber keine Chance, hallo? Ach man. Ja. Ja. Nein. Nein. Weg. Boah. Gegen so ein paar Herzlose, meine Güte. Das ist schon wieder nicht wert. Dun, 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 dun. Oh, ich liebe das Lied. Sehr betrachtlich. Meine Fechtkünste sind ja auch nicht zu verachten. Aber mit solchen Gegnern hatte ich bisher noch nie zu tun. Oh, denkst du wirklich, dass wir so gut sind? Hast du deine Freundin gefunden? Ich war zu langsam, aber ich muss sie retten. Würdet ihr mir helfen? Aber sicher. Ich bin Zora. Das sind Dora und Goofy. Das sind Donald und Goofy. In der Reihenfolge, ganz wichtig. Ich bin William Turner, aber nennt mich Will. Okay, Will, wollen wir? Unbedingt, wir müssen schleunig zu den Docks. Okay. Schauen wir noch. Ich mach die Bart ein bisschen länger. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ah, wie viel hatte ich vorher? Keine Ahnung. Ha, na, im Edge halten. Mann. Au. Ah, Gott. Na. Ja, noch ein bisschen gleich ein Level ab rausholen. Gleich speichern. Ja, ich setze Heilung ein, damit ich meine Drive-Leiste schneller füllen kann. Ist offensichtlich, oder? Da war einfach ein Pirat rausgesprungen, ey. Ja, Goofy. Jetzt mal weggegangen, ne? Ist die Attacke neu von Goofy? Ja, ich sie schon vorher. Ich weiß es nicht. Da ist aber so. Das ist auch eine Truhe, meine Güte.
Vitamin. Ja, das haben wir alles, ne? Das ist noch keine Truhe verpasst. So muss das. Ja, dann gehen wir noch mal kurz zurück und speichern. Und vielleicht sind da ja noch ein paar Gegner. Oh, okay. So geht auch. Gut, dann speichere ich hier. Und wir machen dann weiter. In der nächsten Folge Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zum nächsten. Was? Okay. Dann nehme ich. Bis zur nächsten Folge. Ciao.